ein Phänomen ist einfach nur eine Erscheinung dessen, was dahinter liegt. Das erklärt an diesen schlattnischen Scheiben, wenn ich sie anspiele, dann erscheint ein Bild und das ist das Phänomen eigentlich, das ist die Erscheinung dessen, was dahinter liegt an Schwingung. Ja, super! Ja, moin! Diese Lebendigkeit, diese Bewegung eigentlich, diese Interaktion mit dem Ton und in Resonanz sein mit den Dingen, das kann man mit willkürlichen Tönen oder ich kann es mit willkürlichen Tönen besser als eigentlich mit vorgegebener Musik. Und da sind die auch diese Instrumente, die ich hier habe, die sind auch für Laien dafür geeignet, auch diesen Weg zu gehen, ohne eine musikalische Ausbildung machen zu müssen. Ich glaube, dass gerade Kunst den Kindern die Möglichkeit gibt, in dieser heute so sehr stringent geordneten Welt auch mal über den Tellerrand zu gucken, einmal Dinge zu machen ohne Leistungsbeurteilung. Und ich glaube, alleine das ist ein Riesenplus für die persönliche Entwicklung. Ich möchte eine besondere Atmosphäre kreieren, in der es eventuell möglich ist, eine Haltung zu entwickeln zu den Dingen, indem man Muße gestalten kann, außerhalb eines Wollens. Und wahrscheinlich will ich deshalb auch nicht, dass die Menschen ganz in einer besonderen Art und Weise wieder rausgehen, sondern nur hier diesen Moment erleben. Und was passiert, bleibt immer bei den Leuten und soll bei den Leuten bleiben. Thank you.